Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute zu Besuch bei Thomas ohne Haar. Thomas ohne Haar und eigentlich sind wir aber zu Besuch bei PWS Offroad. Die sind, kann man sagen, Koryphäen im Bereich Trail, Motorrad und Geländewagensport und machen jetzt halt auch schon längere Zeit PWS Bike, wo wir ja dann anzutreffen sind. Genau, ja. Und vielleicht habt ihr das Video von Thomas schon gesehen. Der hat sich ja hier ein Fahrrad angeguckt. Und ich habe ja damals in dem Video schon gesagt, bestimmt nimmt er das Rad eh mit. Ja, und wie ist es gekommen? Da ist es. Das ist krass, wenn ich habe ja im Bike Shop kommen die Fahrräder komplett fertig. Und ja, ich hole mir wieder ein Big Bike und das hat mehrere Gründe. Es ist ja auch nicht nur ein Big Bike, es ist kein Parkbike wie das Cube. Das Cube war eher ein Parkbike, sehr, sehr poppig, leicht in die Luft gegangen. Jetzt habe ich mir extra ein Fahrrad ausgesucht, was, glaube ich, schon relativ viele Erfolge im World Cup Downhill auch gesehen hat und vielleicht das bekannteste Fahrrad, Downhill-Fahrrad, ja, der Welt ist, würde ich behaupten. Der ist sehr flexibel, der Mann. Das V10 kennt jeder, ne? Santa Cruz V10, berühmt-berüchtigt, mit VPP-Hinterbau. Natürlich, eine H&R-Feder habe ich drin, klar. Ne? Aber sonst bleibt das Rad, genau wie bei der Genius-Geschichte, tatsächlich Serie, außer das, was kaputt geht. Okay, die Griffe habe ich natürlich noch getauscht, weil das ist so ein Wohlfühlding. Der Matchmaker. Aber ich denke mal, Griffe tauschen und eine andere Feder hätte ich sowieso reinmachen müssen, weil die Serienfeder von der Stärke her nicht gepasst hat. Das war's dann. Den Rest fahre ich Serie und teste ich auch für euch Serie. Ich bin gespannt, wie lange das klappt. Ja, ich bin gespannt. Aber bei dem Genius hat es erstaunlich gut. Ich bin vor allem gespannt, wie lange es dauert, bis da andere Laufräder drankommen. Da gucken wir mal. Falls der Noah das sieht, das Video, ne? Noah, weißt Bescheid, ist Mallet, ne? Kann man mit Rot schön spielen. Ne? Ja. Zu den Gründen, warum ich mir so ein Fahrrad wieder gekauft habe. Ich habe ja eigentlich gesagt, nee, das ist nichts und brauche ich nicht mehr. Aber wie das so ist, hat der Tommy mir, ein guter Kumpel, der seinen Propane Rage ausgeliehen. Das konnte ich dann ein paar Mal fahren. Und dann bin ich wieder auf den Geschmack dieses Freeride-Dings, weil da stehe ich ja voll drauf, auf dieses Hochschieben runterfahren. Jetzt war ich auch noch in MTB Bikepark Driedorf und da kann man tatsächlich in 7 Minuten raufschieben und hat richtig geile Abfahrten, auch teilweise mit roughem Zeug drin. Da könnte ich mir schon viel Spaß vorstellen. Und ich muss sagen, ich will so ein bisschen weg von der Autobahn im Bikepark, also nur diese Jumplines irgendwie. Ich kann tatsächlich, ich habe das letztens gemerkt, ich war letztens einmal in Willingen, ich habe auf diese Anliegerfahrerei irgendwie keinen Bock mehr im Moment. Und hätte echt mal Bock mit Daniel, habe ich ja schon angekündigt, mal in Willingen zum Beispiel die DH richtig zu erarbeiten, halt auch mit den Jumps und allem. Hauptgrund ist eigentlich auch, das wollte ich mal anmerken, das kommt so beim Mountainbike, das unterschätzen immer viele. Also wie ich das Lebo SL gekriegt habe, habe ich bisher mein stärkstes Mountainbike-Jahr, was Kilometer, also was Strecke angeht, gehabt. 2800 irgendwas. Und jetzt mit dem, wo ich das Stevens hatte, was ja jetzt weg ist, das hatte ich tatsächlich das stärkste Mountainbike-Jahr zusammen mit dem Genius ever. Ich bin jetzt schon im August über 3000 Kilometer als Vergleich. Letztes Jahr bis zum August, danach bin ich ja nicht mehr gefahren, hatte ich 1100 oder 1200 Kilometer, weil ich sehr viel mit dem Cube auch unterwegs war.
Ich muss sagen, was ich merke immer beim generell ist es cool, Strecke zu fahren, keine Frage. Aber wenn ich Mountainbike, will ich einfach nur Spaß haben. Deswegen auch das neue Motto, why so serious? Ich habe sehr viele gesehen, die auch selbst im Bikepark mit sehr ernsten Gesichtern unterwegs sind. Manche, weil sie konzentriert sind, aber viele, weil man oft mental falsch rangeht. Zum Beispiel in Winterberg, oh, die bremst, wenn, weil sowas kann ich nicht mehr hören in Videos. Stellt euch einfach vor, es wären Steine, mein Tipp an die Bikeparks, die ersten Drittel von so Anliegerkurven gar nicht mehr mit Sand bauen, sondern Steine reinmachen. Dann ist auch Ruhe mit Bremswellen. Das ist in Österreich super viel so. Genau, ist in Österreich sehr viel oder halt auch im Finale Ligure. Ja. Deswegen fahren sich diese Strecken auch nicht kaputt, weil da einfach Steine sind. Ja. So. Und dann, wenn man über Steine fährt, dann sagen alle, boah, geil, Steinfeld, geil. Und sobald Bremswellen kommen, oh, Bremswellen, in der Bikepark muss die immer wegmachen. Also diese Jammerkultur und dieses, ja, ich habe einfach keinen Spaß. Ich finde, wir sollten alle wieder mehr lachen und mehr Spaß haben, vor allem, wenn wir so ein teures Hobby haben. Das ist einer der Hintergründe und der zweite ist, ich hatte noch nie so viel Stress im Wald wie dieses Jahr, mit wenn ich Trails fahre. Es ist immer noch so eine Grauzone, verboten, der Besitzer duldet es, dann ist es immer noch vom Forst natürlich nicht erlaubt, Wald und Holz hat die Hand drüber und ich sehe das jetzt auch wieder in LASP, wie schwierig das ist, so Projekte zu legalisieren und ja, und wenn ich halt mit dem Center dann unterwegs bin, werde ich nur an Bikespots sein, die also zu 90% legal sind. So. Mhm. Und wirklich nur an einem Spot sein und dann einfach halt wirklich Abfahrten, eine Abfahrt nach der anderen genießen. Ich verschenke im Prinzip nicht mehr so viel Zeit fürs Bergauffahren. Na, also das ist einfach, bergab macht mir mehr Spaß und ich glaube, ich will einfach wieder dahin zurück. Wer weiß, wie lange ich das noch machen kann. Ich denke, es wird auch mein letztes Downhill-Bike sein. Deswegen diesmal, sorry an meine Frau, ein wirklich relativ teures und schönes Downhill-Bike. Wenn es mit dem Fahrrad nicht klappt, dann hänge ich das Bikepark mit Downhill-Fahren komplett an Nagel. Rennen oder so, nur aus Spaß, das werde ich immer noch nie auf Zeit. Dafür bin ich einfach nicht geboren. Ich muss ehrlich sagen, so Risiko abschalten kann ich dann doch nicht, auch wenn ich schon gut laufen lassen kann. Aber so, dass ich einfach alles ausschalte und es geht nur noch um die Zeit auf der Uhr, das schaffe ich einfach nicht. Aber hast du auch fast alle Downhill-Bikes durch bald, oder? So viel da bleibt sind da schon gar ein paar. Nicht. Bleibt nicht mehr so viel, also die Exoten noch, ne? Also so Antidote und sowas halt. Das sind schon so ein paar, gibt es schon noch ein paar. Ne? Ja, die muss ich mir dann zulegen, dann kannst du die immer mal Probe fahren. Genau, aber ich glaube, ich habe jetzt das eine Downhill-Bike. Ich habe es auch ganz knapp geschafft, mich zu beherrschen, nicht Santa Claus-Klebeschriftzüge zu besorgen. Vielleicht kommt das ja noch. Aber ja, Santa Cruz verbinde ich natürlich als Kind der 80er ganz klar auch mit Skateboardfahren. Skaten, ja. Ne? Genau wie Titus. Also Münster, damals Hochkultur. Und ich glaube, ich hänge so ein bisschen tatsächlich, das mag soll jetzt nicht so rüberkommen, wie auch früher war alles besser. Aber ich finde so halt diese außerhalb der Liftzeit in Olpe ist für mich immer so der beste Vergleich, hat ja einen ganz anderen Charakter, dieser Ort, wie wenn der Lift an ist. Mhm. Also so, ne? Es ist alles viel chilliger, viel ruhiger, man schiebt zusammen rauf, hört sich seine coole Noah-Hub-Hinterradnarbe an. Ja, ne? Also das ist eigentlich der Beweggrund für dieses Fahrrad, ist eigentlich 100% dieses Motto, sei nicht so ernst, hab Spaß. Und natürlich, es steht sogar auf der Kettenstrebe, weil es dass die meisten, also YouTuber können sich jedes Fahrrad kaufen, aber gerade die MTB-YouTuber dürfen sich kein DH-Bike kaufen, weil da kommt sofort. Außer du bist Racer. Außer du bist wirklich schon, hast du irgendwas gewonnen oder so. Ja, du fährst ja gar nicht so, dass du das brauchst. Da halte ich es ganz nach Santa Cruz, nach der Homepage. Da steht nämlich, kein Bike fährt so bergab wie ein Downhill-Bike. Und alle, die noch nie ein Downhill-Bike gefahren sind, dürfen sich hier eigentlich gar nicht äußern. Natürlich können Enduro alles, keine Frage, aber es ist schon was Besonderes, mit einem Big Bike irgendwo runterzufallen. Das ist einfach Big Bike. Ja, Downhill-Bike fahren ist einfach ein besonderes Gefühl. Ich hatte auch erst vor kurzem, letzte Woche habe ich dir das geschrieben, ne? Ja. Da habe ich mal wieder einen Kurs in Olpe gegeben mit dem Norco
und bin aber vorher ganz lange nur das Enduro gefahren. So den ganzen Bike-Urlaub nur Enduro. Und ich war einfach sofort wieder begeistert von diesem Feeling auf dem Downhill-Bike. Und das gibt dir irgendwie nur ein Downhill-Bike. Das gibt nur, das können auch nur Leute verstehen, die auf Downhill-Bikes stehen, ne? Und die halt auch mal kein Problem haben, ein Stück hochzuschieben. Ich liebe es auch total. Ich bin mal gespannt. Ich denke, es wird Arbeit, das Ding in die Luft zu kriegen. Das wird nicht so sein wie bei dem Cube. Aber es ist halt, man redet sich das mit dem Enduro natürlich oft auch ein. Das geht ja alles mit dem Fahrrad und so. Ne? Und wie ich jetzt halt mit dem Genius in Willingen war, was dann ein bisschen, das ist ja so unterbewusst, fährt das mit. Ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst. Aber jetzt fahre ich gerade was, das ist eigentlich schon die Grenze von meinem Fahrrad. So, und bei dem Fahrrad gibt es keine Grenze. Wie es auch jetzt in der aktuellen Freeride steht, Chicken Way ist No-Go mit Big Bike. So, das ist halt einfach, das Ding kann einfach alles. Es gibt keine Ausrede mehr, außer natürlich die eigenen Fähigkeiten, klar. Ne? Also das Fahrrad limitiert jetzt nichts mehr. Also als ich aufs Downhill Bike gewechselt bin, hatte ich auf jeden Fall dieses Feeling, ich kann jetzt viel mehr machen. Also habe mir mehr zugetraut. Weniger Bremsen. Und ich habe meine Ängste viel schneller überwunden. Und ich glaube, man muss gleichzeitig so ein bisschen aufpassen, dass man nicht denkt, hey, das Fahrrad kann alles, also kann ich auch alles. Nein. Aber du fährst schon auch im roughen Gelände, fährst schneller, fährst auch Sprünge schneller. Ja, ja, voll. Ich habe das jetzt in Driedorf gemerkt, da kam auf einmal um die Kurve rum halt so ein Step-Down-Double, ein relativ großer, 6-Meter-Double. Und dann bin ich doch mit dem Genius. Ja, ja, ich habe es wieder gesehen. Habe ich es einmal angebremst, bin es dann nachher einmal gefahren und habe dann aber halt nur, dass man das Video, habe mich dann mal lieber von außen das aufgenommen für meinen Sohn. Aber das passiert dir halt mit dem DH-Bike. Ich finde immer, man kann das sehr gut vergleichen, wenn man mal ein kleines Auto fährt, so ein VW Polo, auf der Autobahn, 150. Fährt der 150 auch, ne? Kann Polo, ja, ja, ja. Ja, ja. 150 und dann setzt du dich in einen Sportwagen und fährst mit dem 150. Das fühlt sich komplett anders an. Und im Sportwagen denkst du, du fährst nur 30. Genau, und ich finde, das gleiche Gefühl habe ich auf dem Downhillbike auch. Auf dem Enduro habe ich immer so das Gefühl, wenn es ruppig und schnell ist, dann denke ich, boah, okay, ist so fast schon Limit jetzt. Aber wenn ich auf dem Downhillbike sitze, dann kommt mir das gar nicht so schnell und so ruppig vor. Und ich glaube, dadurch fährt man allgemein einfach ein anderes Tempo auch. Ja, ja, also das verzeiht schon viel, definitiv. Weil natürlich noch geiler wie in einem Sportwagen fahren ist, wenn man in einem Van sitzt, ganz klar. Ganz klar, weil da fährt man einfach 100 Tempomat hinter den LKWs her. Hat das schon gehört, ne? Spaß. Ja, also das war nur kurz erklärt, warum ich dann doch wieder ein Big Bike habe. Und ich denke, der Daniel wird den Weg ein bisschen mit mir zusammengehen, weil auch der hat noch so ein paar Sachen, die er sich erarbeiten muss. Und ich bin ganz ehrlich, wenn ich den Daniel in Olpe den 3-Meter-Drop ziehen will oder sowas, dann lieber mit so einem Fahrrad. Als mit dem Genius. Als mit dem Genius, ja. Es geht zwar auch, ich habe es ja mit dem Lebo schon gemacht. Ne? Ja, mit dem, das Lebo hat schon alles mitgemacht. Das Lebo hat alles mitgemacht. Aber wie gesagt, mit so einem Fahrrad ist es nochmal anders. Ich freue mich auch voll, dass du wieder ein Big Bike hast. Also ich finde immer, das fehlt irgendwie ein bisschen. Habe ich dir ja schon mal gesagt. Und irgendwie ist es immer der Tommy, der dir sein Fahrrad leiht, ist jetzt mal aufgefallen und dann bekommst du ja Bock und hörst dann auf einmal wieder ein Downhill. Also Tommy ist schuld, danke. Okay, ciao, bis zum nächsten Video und nicht vergessen, hier den Daniel abonnieren und Glocke und so, der braucht es wirklich. Ich brauch's wirklich. Yes. Kostet nichts und hilft viel. Abonnieren, kommentieren, Daumen nach oben und das nächste Mal würde ich sagen, sehen wir uns in Action. Yeah. Downhill Bike Action. Ciao. Ciao, macht's gut. Gut.